Ich bin ja normalerweise nicht der Typ für Superlative, aber das hier ist geiler Sch. Oh, nachträglicher Spoiler-Alarm. Naja, jedenfalls geht es heute um diese Brille hier. Ganz normale Brille, glaubt ihr? Ja, nein. Warum? Das zeige ich euch jetzt. Das hier ist eine Sonnenbrille, aber nicht irgendeine, sondern eine Gletscherbrille. Gut, hat man schon tausendmal gesehen und auch von vielen Herstellern, Marken und Modellen. Die hier ist von Simon, also de facto von Decathlon. Und einige von euch werden jetzt sagen, ja Moment mal, Decathlon, da gilt ja immer Obacht, Obacht. Weil das ist ja billig und Discounter und schon Oma wusste, wer billig kauft, kauft teuer und bla bla bla. Aber ich habe euch ja schon in diesem und diesem Video gezeigt, dass das so nicht stimmt. Ich, alter Decathlon-Influencer. Keine Sorge, ich kriege von Decathlon oder Simon auch diesmal kein Geld. Simon als aufgekaufte Marke ist also eigentlich gar nicht so schlecht. Aber was ist konkret mit dieser Brille? Schauen wir uns mal kurz die harten Fakten an, was bei einer Brille doch recht schnell geht. Die Simon Alpinism Photochrom Brille ist eine Brille der Kategorie 2 bis 4. Das bedeutet, sie passt sich an die Lichtverhältnisse an. Wird es heller, dunkelt die Brille mehr ab, wodurch es unterm Strich für die Augen immer gleich viel Belastung gibt. So viel zur Bedeutung. Sie hat eine durchgebrochene Nasenstütze, das soll das Beschlagen verhindern. Die Brille hat eine Biegung, die sich an die Kopfform komplett anlegt und so keine Spalten für Reflexionen über die Seiten zulässt. Außerdem kommt sie noch mit einem optionalen Gummiband daher. Das alles klingt also recht gut. Vergleicht man diese Brille jetzt mit dieser Jilbo hier, ist eines klar. Diese Simon-Brille ist deutlich sportlicher ausgestattet. Anliegende Formen, keine Seitenflappen, Gummiband, strammerer Halt und so weiter. Aber ist diese Simon-Brille denn eigentlich auch genauso sicher wie die Jilbo? Denn wenn die Simon-Brille so gut funktioniert, wieso kostet die Jilbo denn dann das Dreifache? Es kann doch eigentlich ja nur an der Qualität liegen, oder? Unsere Augen sind ja heilig. Wer sich einmal die Schneeblindheit am Gletscher geholt hat, ist für sein Leben lang eingeschränkt. Deshalb wollte ich hier auch nichts dem Zufall überlassen und bin heute mit dieser Simon-Brille und auch der Jilbo-Brille hier zum Optiker marschiert. Denn wenn jemand die Lichtdurchlässigkeit überprüfen kann, dann ein Profi mit Profi-Gerät. Filmen durfte ich leider nicht, aber ich habe Ergebnisse mitgebracht, die doch recht toll sind. Die Simon-Brille kommt beim Test auf 5% Transmissionsgrad, also Lichtdurchlässigkeit. Die Jilbo-Brille ebenfalls. Das bedeutet, dass die Brille von Simon genauso gut schützt wie die deutlich teurere Brille von Jilbo. Soll auch heißen, dass die Simon-Brille aus deiner gesundheitlichen Perspektive heraus absolut bedenkenlos ist. Doch es gibt natürlich auch noch den ein oder anderen Aspekt, der nicht ganz unwichtig ist und vor allem den ein oder anderen subjektiven Kommentar, und den will ich euch natürlich auch nicht verschweigen. Zu Beginn finde ich es ganz cool, dass auch bei einer 50 Euro, 49 Euro, 45 Euro Brille, je nachdem, wo man sie kauft, auch mal eine kleine Tasche dabei ist, die nicht ganz nutzlos ist, sondern auch ein paar Befestigungsschlaufen hat, dass man das Etui irgendwo am Rucksack dran klippen kann, wenn man es mal gerade nicht braucht und die Brille immer wieder mal aus- und einpacken will. Wenn man die Brille sich selber jetzt mal anschaut, dann sieht man, man kriegt dieses Teil hier optional dazu. Also diese kleine Möglichkeit, hier dieses Gummiband durchzufädeln. Das ist super mit so einem ganz locker easy Befestigungsclip ab- und anzumachen. Was bedeutet, wenn einen sowas stört, dann kann man das Ganze auch einfach weglassen. Das andere Coole ist, dass sie relativ ergonomisch und schnittig geformt ist, sodass man nie das Gefühl hat, dass einem die Brille runterfallen kann. Selbst ohne dieses Gummiband macht es den Eindruck, als wäre die Brille immer recht fest. Das heißt, wenn ich das Ding mal ganz locker mache, sodass das hinten nicht anliegt, dann habe ich trotzdem, auch wenn ich runterschaue, hat dieses Gummiband de facto keinerlei Funktion. Aber dadurch, dass sie so anliegend ist, aber trotzdem nicht drückt, sitzt sie relativ safe, was man halt zum Beispiel von manchen Jilbo-Brillen einfach nicht behaupten kann, die teilweise sogar die Bügel nochmal nach unten gebogen haben. Denn die Jilbo-Brillen haben ja hier teilweise noch Bügel, die dann runtergeklappt werden können, weil das ja nur ein kleiner Draht ist, der da drin ist. Und wenn man die runterklappt, dann ist es trotzdem so, dass einem die Brille natürlich vorrutscht, wenn man nach unten schaut, um dieses kleine Stück, wenn man die nicht perfekt angepasst hat. Und das kann einem in diesem Fall nicht passieren, beziehungsweise passiert nicht. Wenn ich wirklich ruckartig mal runterschaue,
kommt trotzdem die Brille einfach nicht vor. Und das, finde ich, ist schon ein großer Mehrwert. Dieses Gummiband hat damit eigentlich gar nicht so sehr die Funktion, die Brille hinten zu halten, wie man das beispielsweise bei einer Julbo bräuchte, dass sie quasi nicht so nach vorne rutscht, wenn man runterschaut auf seine Füße, aber kann natürlich dafür genutzt werden. Auf der anderen Seite ist eigentlich die Funktionalität dieses Gummibands die hier. Und das finde ich schon sehr, sehr praktisch, wenn hier das Mikrofon nicht stören würde. Das finde ich halt schon sehr, sehr praktisch und ist bei manchen Brillen dabei. Aber bei vielen Julbo-Brillen beispielsweise kriegt man so ein simples Teil wie einfach so ein Gummiband nicht dazu. Das muss man sich dann selber basteln. Das geht natürlich auch. Aber man muss es sich halt selber basteln. Und wenn man sich diese Brille hier nochmal anschaut, dann sieht man auch, wo will man das denn durchfädeln? Das kann man sich so einfach gar nicht selber basteln. Da müsste man sich dann hier durch diese Schlaufen etwas basteln. Und da wird es halt dann einfach schon wieder mühsam. Und deswegen ist das einfach gelöst, aber die Konkurrenz kriegt das halt nicht hin, das einfach zu lösen. Und deswegen ist das hier auch wirklich bemerkenswert. Nun zur Aufhellung und zur Abdunklung. Das Ganze geht nicht so schnell, wie man sich das vielleicht vorstellt. Es dauert ungefähr eine Minute, bis sich die Brille auch wirklich an die neuen Lichtverhältnisse angepasst hat. Das ist aber absolut in Ordnung. Das heißt, wenn ich von dunklem Schatten wechsle in ein beleuchtetes Schneefeld, wo gerade richtig schön die Sonne reinscheint, dann dauert das kurz, aber es ist niemals unangenehm. Es ist halt immer noch eine Sonnenbrille, die von Haus aus schon relativ dunkel ist, aber auch im Schatten relativ gut getragen werden kann. Sie ist grau eingefärbt, das heißt, wir haben jetzt keinen Blaustich, keinen Rotstich, keinen Orangestich, nichts, sondern sie ist sehr grau. Das heißt, wenn es dunkler wird, wird es höchstens langweiliger. Der große Vorteil von grau eingefärbten Gläsern ist natürlich, dass ich die ganze Zeit immer noch die Originalfarben nur ein bisschen abgeschwächter sehe. Es ist halt so ein bisschen wie, ja, wie durch einen Graufilter schauen, wie durch einen Grauschleier schauen. Und trotzdem sehe ich natürlich dann immer noch alle Konturen, alle Kontraste im gleichen Verhältnis zueinander, was sich bei anderen Farben teilweise verändern und vor allen Dingen verfälschen kann. Und das ist halt in dem Fall absolut obsolet, dieses Problem. Nun muss man natürlich noch was zur Verarbeitungsqualität sagen. Dadurch, dass die Brille relativ anliegend sein soll, muss sie auch in gewisser Weise flexibel sein, was halt diese Dehnbarkeit betrifft und so. Also sie kann halt nicht so steif daherkommen wie jetzt eine Brille mit einem Alurahmen oder so, weil dann würden viele Dinge halt einfach nicht mehr so gut funktionieren oder sie würde sich halt dauerhaft verbiegen. Das kann man halt mit Kunststoff relativ leicht umgehen. Und der Vorteil ist natürlich, Kunststoff ist in dem Fall auch einfach billiger in der Verarbeitung. Und die Biegsamkeit ist halt schon gut. Es kann relativ wenig passieren. Also natürlich passiert das alles mit einem Alurahmen auch nicht. Aber wie gesagt, wenn halt im Alurahmen eine Biegung drin ist, dann muss ich die halt auch erstmal wieder zurückbiegen. Hier kommt immer wieder alles in seine natürliche Form zurück. Und es tut der Brille im Prinzip überhaupt nichts, wenn ich sie ja einfach nicht so gut behandelt, wie man eine Brille normalerweise behandeln sollte. Das ist jetzt natürlich in Sachen Verarbeitungsqualität, führt das dazu, dass die Brille keinen sehr wertigen Eindruck macht. Sie ist halt nur aus Plastik und sie lässt sich halt in alle Richtungen und Formen biegen. Das kann man, wenn man jetzt nach einer noblen, edlen Sportbrille sucht, natürlich als Nachteil werten. Ich persönlich würde es aber jetzt im Fall einer Gletscherbrille als Vorteil werten, weil ich dadurch einfach nicht so vorsichtig mit ihr sein muss und auch nicht das Problem habe, dass sie sich irgendwie über die Zeit vielleicht verzieht oder so verbiegt in der Tasche oder in meiner kleinen Aufbewahrungsbox oder sonst was, dass es vielleicht wirklich sie schief ist und die Gläser dann schief drin setzen und dann setze ich sie auf und dann ist alles schief, dann muss ich erstmal wieder zurechtbiegen und so weiter. Das kann dir halt mit dem Ding nicht passieren. Und das ist meiner Meinung nach eher ein Pluspunkt als ein Kontra, auch wenn natürlich die Optik und die Wertigkeit insgesamt darunter leiden würde. Und zu allerletzt muss ich noch einen Punkt zum Thema Beschlagen, Anti-Fog sagen. Anti-Fog funktioniert. Also mir ist die Brille nicht beschlagen im Sinne von, ich habe sie einfach getragen und plötzlich wurde es nebelig, sondern sie ist mir halt mit einem Bandana bis hier und Brille so und dann hier abgedichtet schön mit dem Bandana, also mit dem Schlauchtuch. Und das führt unterm Strich dazu, dass sie doch beschlägt. In diesem Sinne ist sie, abgesehen von dieser Anti-Fog-Beschichtung, die halt nur semi-gut zumindest bei mir funktioniert hat, ist sie auch nicht wertig. Sie sieht nicht wertig aus, aber sie kommt halt für ein sehr, sehr schmales Geld daher und sie macht alles sehr, sehr gut. Und wie ihr auch schon gehört habt, auch gesundheitlich ist sie absolut unbedenklich und spielt in der A-Liga mit. Die Tatsache, dass sie sich anpasst an die Lichtverhältnisse, das funktioniert sehr gut. Funktioniert nicht wahnsinnig schnell, aber funktioniert sehr gut. Und das ist eigentlich alles, was ich von einer Brille haben will. Womit wir zum Preis kommen.
44,99 € für eine Gletscherbrille, die nicht nur die Kategorie 4 Anforderungen perfekt erfüllt, sondern auch noch die Abdunklung und Aufhellung perfekt beherrscht. Das ist eine Preisansage, die es schon ordentlich in sich hat. Und den Preis muss man bei Simon-Produkten immer ebenfalls ins Fazit mit einfließen lassen, da hohe Qualität für sich allein immer gut ist, aber hohe Qualität zu einem solchen Preis eigentlich nur gelobt werden kann. Simon spart mit der Alpinism Photochrome 2 bis 4 nicht an der Qualität, sondern wie gewohnt eben an Marketing, Marge und allem Sonstigen. Das einzige Manko der Brille, die Tatsache, dass sie beschlägt, wenn man ein Schlauchtuch trägt, das darf aber eben auch nicht vergessen werden. Ich muss auch erwähnen, dass ich dieses Problem mit Oakley-Brillen und auch mit Julbo-Brillen ebenfalls hatte, weshalb ich nicht pauschal sagen will, dass das immer so zutrifft. Es kommt eben auch auf die Gesichtsform, den Mundschutz und vieles mehr an. Unterm Strich bleibt die Brille meine neue Go-To-Brille für den Gletscher und auch abseits des Gletschers. Und vor allem, auch wenn die 45 Euro natürlich nicht geschenkt sind, wenn diese Brille mal kaputt geht, dann ärgere ich mich natürlich weniger, als wenn eine 200-Euro-Brille hinüber ist. In diesem Sinne, wenn ihr noch eine Gletscherbrille braucht, dann könnt ihr hier einen echt guten Deal machen zu einer bemerkenswerten Qualität. Auch wenn ich für Decathlon leider keinen Affiliate-Link habe. Wenn euch der Bericht heute gefallen hat, dann gebt trotzdem gerne einen Daumen hoch. Das unterstützt mich sehr. Übrigens braucht ihr am Gletscher natürlich nicht nur eine Gletscherbrille, sondern auch tierfreundlich und menschenfreundlich produzierte Kleidung. Die gibt's bei alpaka-am-berg.at. Schaut da vor der ersten Hochtour dieses Jahr auf jeden Fall noch vorbei. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und bergheil!